Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und herzlich willkommen zu meiner Rezension über die Tugard Dashcam. Das ist eine Full HD Dashcam und die wollen wir jetzt einfach mal testen. Videocheck. Das ist eine Full HD Dashcam, die wird im Fahrzeug montiert und ihr kennt das sicherlich aus diesem Film, wo man immer diese Auto-Crash und sowas sieht und was man auch gerne mal als Beweis benutzen kann, wenn da was passiert ist. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner Rezension. Gekauft habe ich das Ganze bei Amazon, kostet 45,99 € und den Link packe ich euch natürlich unten gerne mit in die Infobox hinein. Wir schauen uns das Gerät erstmal kurz an. Ich mache nachher noch ein Fahrvideo, auch Nachtvideo, damit ihr seht, wie die Qualität ist und die ganzen Funktionen von dieser Kamera. Die Dashcam, und das ist ganz wichtig, hat einen Weitwinkel von 140 Grad und das ist auch ganz wichtig, denn hat man das nicht, dann sieht man ja nur nach vorne, als wenn ein Pferd Scheuklappen auf hat und wir wollen natürlich alles sehen, wenn was passiert. Mit dabei ist einmal ein Kabel, das ist lang genug, dass man quasi von oben vom Auto direkt auch wieder nach unten kommt. Möchte man das Ganze im LKW montieren, sollte man am besten die Kamera unten montieren, also nicht oben an der Scheibe, dann hat man das ganze Kabel, den ganzen Kabelweg nicht oder man nimmt den Strom direkt von oben irgendwo aus den Staufächern. Mit dabei ist ein Saugnapf und den finde ich auf jeden Fall richtig cool, denn hier ist nochmal ein kleiner Nipsi dran, mit dem kann man das dann auch von der Scheibe wieder runterkriegen, weil sonst popelt man sich die Fingernägel rund. Was ich auf jeden Fall ganz toll finde, ist, dass man die Dashcam oben so raufstecken kann, dann heißt, man muss nicht jedes Mal den Saugnapf wieder abmachen. Ein Stecker für einen Zigarettenanzünder ist auch mit dabei. 2,1 Ampere hat er jetzt im Ausgang. Aufkleber für die Fensterscheibe, Dashcam Recording, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht lesen. Eine Betriebsanleitung und die ist auch in Deutsch. Montage sowie Demontagematerial. Möchte man das Kabel an der Scheibe langlegen, dann sind hier so eine Klebepads mit bei. Ich würde aber empfehlen, das Ganze unter den Dachhimmel zu schieben. Dann ist es unauffällig und nicht im Sichtfeld und kommt euch noch nicht in die Quere. Nochmal ein kurzes USB auf Mini-USB. Das dient natürlich dazu, die Daten von der Kamera nochmal auf den PC zu ziehen. Wir können natürlich auch unsere Micro-SD-Karte hier unten rausnehmen. Allerdings ist das immer ein bisschen popelig und deswegen ist es schöner, wenn man das ganze Ding natürlich am PC machen kann. Speicherkarte, den Link dazu packe ich euch auch unten mit in die Infobox rein. Das ist eine 32 GB. Alles, was größer ist, funktioniert mit dieser Cam höchstwahrscheinlich nicht sehr gut. Das ist unsere Cam und wir sehen hier einmal den Schuh. Der wird natürlich oben an dem Saugnapf montiert. Unsere Linse ragt weit nach vorne raus, ist allerdings nicht fokussierbar, denn alles steht im Fokus bei dieser Kamera. Wir haben einen HDMI-Anschluss, wenn wir das Ganze natürlich auch nochmal im Fernsehen angucken möchten, wie Oma in den Gartenzaun gerast ist und hier unser Anschluss zum Laden bzw. zum Betreiben der Kamera. Die SD-Karte kommt von unten rein, Ton wird auch mit aufgenommen und wir haben natürlich auch kleine Lautsprecher drin. Auf der Rückseite haben wir ein schönes großes Display und die ganzen Bedienknöpfe und die gucken wir uns gleich im Auto einmal an, damit ihr seht, wie das funktioniert und was man darauf sehen kann und einstellen kann. So, das Ganze testen wir im Auto meiner Frau und man sieht natürlich, dass es ein Frauenauto ist, dass die Frauen sitzen gerne so dicht am Lenkrad, dass wenn man einen Unfall hat und der aufgeht, dass sie pulverisieren, dass sie explodieren. So. So, zuerst müssen wir einmal kurz den Stecker hier unten reinstecken. So, den einmal reinstecken. Ich mache das gerne rechts vom Spiegel, denn rechts vom Spiegel ist es nicht im Sichtfeld und stört auf jeden Fall nicht. Und wir können das Kabel hier oben sauber unter dem Dachhimmel verlegen, vorne wieder runter. Aber ich mache es jetzt erstmal zum Testen. Schließe es einfach nur mal an, damit ihr das Bild seht, wie es rüberkommt. Wir können hier die Videogröße einstellen. Loop Recording, das ist wie gesagt, dass sich die ganze Szenerie wiederholt und das alte überspielt. Und wir können hier, wie gesagt, so ziemlich alles einstellen, was man an einer einfachen Dashcam einstellen kann. Datum, Stempel und so weiter, das können wir hier alles einstellen. Die Audioaufnahme, Datum, den Piepston und Power Sound. Und das Wichtigste, das habe ich schon die ganze Zeit gesucht, Language. Wollen wir mal gucken, ob wir hier Deutsch finden. Deutsch, Gott sei Dank. Bauen wir das ganze Teil jetzt wieder an und dann könnt ihr gleich mal gucken, wie euch das gefällt, wie euch die Qualität, die Videoqualität gefällt und dann sehen wir uns gleich wieder im Studio. So, wollen wir hier auf die Interstate 59 fahren. So, wir machen jetzt unsere Nachtfahrt und man sieht auf jeden Fall, es ist schön, ein klares und scharfes Bild. Kein Rauschen ist drin, man erkennt alles, also die Straße klar. Ich kann mal hier Fernlicht anmachen, Fernlicht wieder ausmachen. Und man sieht auf jeden Fall alles gut. Zu viel verbrochen. Weißt du, wie ich meine? Ja.
Ich hoffe natürlich, ihr konntet euch ein Bild machen. Mir gefällt die Kamera sehr gut. Die Steuerung ist sehr einfach. Die automatische Aufnahme beginnt, sobald man den Schlüssel rumdreht, und endet, sobald man den Schlüssel wieder rumdreht. Die Aufnahmen werden gespeichert, immer in Schleifen. Man kann die Videoqualität einstellen, man kann sonst die Helligkeit und so weiter alles einstellen. Und das gefällt mir sehr gut. Das Wichtigste ist bei so einer Cam, finde ich immer, dass sie unauffällig ist und einem nicht stört und nicht im Weg hängt und auch nicht hässlich aussieht. Denn man guckt ja da ständig drauf, was nützt denn das schönste Interieur, wenn man da so eine hässliche Kamera hängen hat. Und die sieht auf jeden Fall richtig gut und flott aus. Wer sich dafür interessieren sollte, der Link ist unten in der Infobox mit drinne. Und da ist auch der Link zu der Speicherkarte zur passenden. Also nehmt keine zu große Speicherkarte, nehmt diese 32 GB Speicherkarte in der Geschwindigkeitsklasse, die unten mit angegeben ist. Und dann habt ihr auf jeden Fall keine Probleme. Es können auch mal größere Speicherkarten passen, könnt ihr gerne ausprobieren. Aber erfahrungsgemäß machen die Cams bei solchen Karten gerne mal Probleme. Ich hoffe, die Rezension war dir hilfreich. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback freuen. Und noch mehr würde ich mich freuen über ein Abo von dir. Ich würde sagen, bis morgen, bis zum neuen Test hier auf Videocheck. Siehst du mich auf Amazon, darfst du natürlich die Rezension auch gerne positiv bewerten. Bis dann, euer Paul vom Videocheck. Ciao.